Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Beitrag hier während der Portaltage im Oktober. Wir sind noch immer in einer sehr intensiven Portaltagszeit, wo ganz viele all die Themen aus der Vergangenheit nochmal Revue passiert werden. Insbesondere auch Themen, die wir noch nicht verarbeitet haben und wo wir an einer Schwelle stehen hin zu einem neuen Bewusstsein. Und es geht auch um Themen, die möchten erlöst werden und auch befreit werden. Und in den letzten Tagen hat es ganz intensiv an der Sexualenergie geschafft, insbesondere auch an den niederen Sexualenergien, an den Trauma-Sexualenergien, also all die Sexualenergien, die irgendeiner Art und Weise traumatisch behaftet sind, wo wir im Rahmen von Liebe und Sexualität Kränkungen erfahren haben, Zurückweisungen erfahren haben, möglicherweise sogar Übergriffe erfahren haben. Ja, all die Anteile, die eben im Dunkeln wie so ein bisschen sind, die verbunden sind auch mit unserer eigenen Bedürftigkeit. Und Bedürftigkeit, das muss man ganz klar schon auch richtig stellen und so auch positionieren, ist ein Aspekt von einer niederen Energie, von einer angstbehafteten Energie und somit auch ein Aspekt vom Schatten. Und Schatten heisst dorthingehend, dass das etwas ist, was mir möglicherweise nicht bewusst ist und wo sich auch wiederholt wie ein Muster und wo ich vielleicht auch nicht möchte heranschauen oder nicht kann heranschauen oder dass ich es nicht schaffe, das richtig können, zu erlösen und zu befreien im Rahmen von meinem Erwachensprozess oder auch von meinem Heilungsprozess, je nachdem, wo du stehst. Und heute wandeln sich die Energien schon bereits ein bisschen. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, weil gerade auch heute ist eine unglaubliche Christusliebe im Kollektiv spürbar, Christuskraft, die wirklich absolut mit der glüterten Liebesenergie, mit der glüterten Sexualenergie zu hat und somit auch wirklich Tür und Tor öffnet für die heiligen tantrischen Energien. Ja, Christus selber war ja ein grosser Tantriker gewesen. Und aus diesem Grund habe ich hier auch seine Arasoma-Flasche dazu genommen und auch Christus-Quintessenz, weil ich jetzt sie gerade werde anwenden an mir, dass wir dann zusammen in das Reading können eintauchen können. Ja, was ich spüre, ist wirklich, es ist, die gibt mir übrigens hier aufs Handgelenk, auf eine Pose, ich zeige dir das mal. Hast du das gesehen? So, es ist wirklich wie Blut. Also, es ist, manchmal ist es sogar noch intensiver. Ganz rot. Ups. Also. Und man verdient das auf dem Pose und öffnet dann seine Arme weit und öffnet sich einfach, um die Christusliebe zu empfangen. Das ist ja wirklich eigentlich eine der grössten Lieben im Universum. Wenn nicht sogar die Liebe im Universum. Und das hat extrem viel mit Erlösung zu tun, mit Befreiung, mit Rettung auch auf einer Art, wo einfach so öffnend ist. Und es ist so eine ganz starke, bedingungslose Liebe, die so stark ist, dass sie einfach einem nur öffnen und nur befreien kann. Ja, es ist nicht nur zart. Es ist auch zart, aber es ist auch unglaublich stark. Ja, man kann sich dem fast nicht wie entziehen. Und es ist auch eine Liebe, die absolut durchdringend ist und auch möchte durchdringen, möchte berühren und auch möchte befreien und erlösen. Und wenn wir die Energien empfangen haben, geben wir das ganz sanft ins Kronenchakra, wie als würde man mit Engelsflügelfächern kreuzt über dem Kronenchakra, geht über das Stirnchakra sanft kreuzend, eigentlich der, am Sushumna-Kanal entlang jedes Chakra, bis und mit unten beim Wurzelchakra, über das Halschakra, beim Herzchakra, beim Herzchakra bleibt man einen kleinen Moment stehen.
Und erlaubt auch dem Herz, die Energie aufzunehmen. Und jetzt, wenn ich hier bei meinem Herz bin, merke ich, mein Herz wird ganz warm. Ich spüre einfach die Liebe. Ja, die unglaubliche Christusliebe, die Gnade, die so drinnen ist. Einfach bedingungslose Nächstenliebe. Und das ist sehr schön. Das ist sehr fein jetzt auch für mich gefühlt. Und voller Verständnis und Zugewandtheit. Und so gebe ich meinem Herz ein kleines Healing mit der Essenz vom Christus. Und bleibe so lange stehen, wie das mein Herz braucht. Und es ist ganz wunderbar zu spüren, wie viel erotische und gleichzeitig auch sehnsüchtige Energie das Rot natürlich anregt. Es ist ja wirklich rot. Aber absolut nicht irgendwie komisch, absolut nicht negativ, sondern wirklich aus der puren Liebesleidenschaft, aus der puren Liebe zum Nächsten, zum Leben. Es ist auch ganz eine starke Lebensliebe spürbar mit dieser Christusquintessenz oder überhaupt mit der Christusenergie, weil gerade auch aufgrund von dem vielen Rot, das auch in der Christusflasche sichtbar ist, sieht man sehr deutlich, dass es eigentlich darum geht, sein eigenes Leben lieben zu lernen. Und somit sich selber als die grosse Liebe vom Leben können zu erkennen und dass man das nicht abhängig macht von irgendjemandem im Aussen, sondern sich selber in dieser grossen Liebe erkennt oder vor davon erkennen und somit auch zu sehen, wie grossartig und kraftvoll die eigene Liebesfähigkeit doch ist. Und dass sie allein kann stehen, allein kann sein und sich in sich selber erfüllt und somit frei und unabhängig ist. Ja, das ist wunderbar. Jetzt gehe ich weiter. Solarplexus, Sakralchakra, Wurzelchakra, daher gehört das Rot, da bleibe ich auch kurz stehen. Wow, das ist unglaublich. Das ist natürlich der Heimatplatz vom Rot, gehört zum Wurzelchakra. Und da ist es, wie gesagt, daheim. Es ist seine Quelle im Rot, in der Verwurzelung, in der starken Anbindung zu der Erde. Wirklich komplette, totale Lebensbejahung. Und über das hinaus, also ich merke jetzt gerade, es fängt bei mir gerade Kundalini auf aktivieren, es klopft in meinem Steißbein. Ja, Skelett spüre ich und natürlich auch der Blutkreislauf. Und das sind natürlich alles Themen, die ins Rot gehören, die ins Wurzelchakra gehören und somit auch notwendig sind, um eine gute Lebensenergie, Lebenskraft und auch ein stabiles Sein im eigenen Körper hervorbringen. Dann nehme ich die Essenz aufrollend zu mir auf. Ich bewege meine Hände so zu mir. Entlang wieder am Sushumna-Kanal und kreuze sie oberhalb von meiner Krone zum Anjali-Mudra und ziehe das ganz sanft zurück und setze meine Handgelenke auf meiner Nasenwurzel ab und atme die Christus-Quintessenz dreimal tief ein. Und das ist eine wunderbare Essenz, die schmeckt sehr so nach Weihnachten, nach Zimt, Zedern. Das ist ganz wunderbar und ist erdig. Und den Rest, den gebe ich dann ab ins Universum.
alles, was in dieser Zeit passiert, von diesen Portaltagen, all die niederen Energien, die normal wollen, müssen gespürt werden, die sind jetzt da, damit die grosse Befreiung stattfinden darf, hin zu dieser unglaublichen Energie von diesen Liebenden, die wir ja in diesem Jahr erleben dürfen. Ja. Du siehst, hier sind die Liebenden und die werden begleitet hier vom Schutzengel. Sie werden aber auch begleitet vom Christus selber. Hier siehst du die Kundalini. Das ist die Schlange von der Lebenskraft, die aufräkelt. Und sie trägt hier in ihrem Kleid auch den Regenbogen. Und das bedeutet auch, das ist eine erwachte Energie. Ein Mensch, der in sich den Regenbogen befreit hat oder aktiviert hat, über Kundalini, ist natürlich auch ein Mensch, der sich selber gefunden hat. Und du siehst, Amor ist auch da und will hier die Liebespfeile abschießen und natürlich einfach alles so unter der Obhut von der Christusenergie mit dem vielen Grün, wo für die Herzöffnung steht und auch mit den Rosen und ja, rote Blumen können auch der Mond sein, aber da sehe ich auch Rosen, die einfach die unglaubliche Liebe möchte vorbringen und auch vorholen. Und der Schutzengel, der so zart ist, in dem hellen Rosa, wo ich auch sehe, dass es da noch Aspekte gibt vom Schmerz, wo bei uns allen irgendwo noch verankert ist, wo aber möchte in die Heilung kommen und in die Befreiung kommen. Insbesondere auch Themen, die mit der unerwiderten oder unerfüllten Liebe zu tun haben. Und ich glaube, wir sind alle irgendwo von dem betroffen gewesen. Oder können das, dass wir geliebt haben und wir haben die Liebe nicht können erwidert bekommen. Oder wenn sie hätte können erwidert bekommen, dass dann irgendwelche äußere Umstände das verhindert oder blockiert haben. Und das hat natürlich auch mit einem ganz grossen Schmerz zu tun, dass man seine Partner, seine Partnerin, die man doch so fest liebt, nicht erreichen kann. Und die schmerzlichst quälende Sehnsucht, die dort drinnen ist, ja, ist auch etwas, das in dieser Zeit, in diesen Tagen möchte ich angehoben werden, wirklich auch in eine Befreiung, dass das darf heilen und dass die eigene Liebe zu sich selber, zu seinem göttlichen Kern, ja, zu deinem göttlichen inneren Wesen darf gestärkt werden, dass du dich darfst erkennen, dass du darfst sehen, dass du ein unglaubliches Wesen bist und dass in dir innen selber das Potenzial, um eine so hohe Liebesfähigkeit dir selber gegenüber enthalten ist. Und wer du auch immer im Äußeren geliebt hast und wenn auch immer deine Liebe unerfüllt war, dann hat das mit nichts anderem zu tun, als dass du darfst erkennen, dass deine Liebe sich auf dich möchte zurückreflektiert werden und dass die Partner, deine Partnerin, die Person im Spiegel für dich, wie gesagt, nur ein Spiegel ist oder ist war, um deine eigene Kraft von deinen Gefühlen, von deinen Liebesgefühlen zu reflektieren. Und das ist etwas Wunderschönes. Und in dieser so tiefen Reflexion auf dich selber, zu dir selber, dich selber betrachtend, dich selber heilend, gibt es dann wie eine Öffnung, eine Herzöffnung von dir selber. Und das ist ganz natürlich, weil wir sie immer noch im Jahr der Liebenden, gell? Und die Herzöffnung führt dazu, dass du dich wirst können verbinden mit dem Allganzen, ja? Mit dem Universum und somit auch mit der universellen Liebe. Und das wiederum führt zu einer Erlösung, führt zu einer Befreiung. Und ich kann dir sagen, wenn immer du das mit starken Liebesenergien zu tun bekommst und das irgendwie an dir beginnt zu rütteln, zweifle nicht an dir und schon gar nicht an deinem Vis-à-vis, weil Liebe ist Gnade und Liebe öffnet. Sie öffnet den Schmerz, wo du lange, lange Zeit in dir verdrängt hast, unterdrückt hast, zur Seite geschoben hast, wo du nicht mehr brauchst und wo im Zuge von deinem Wachstum einfach möchte abgelöst werden. Und somit sage ich dir jetzt an dieser Stelle, komm in das Vertrauen, dass Gnade passiert in dieser Zeit, dass Erlösung und Befreiung passiert, was aber bedeutet, dass der ganze Kram, ja, wo du mit dir getragen hast,
wo du nicht in die Befreiung bekommen hast, auf einmal wie so auf dem Silbertablett für dich serviert wird. Und vielleicht hast du das Gefühl, oh, es ist zu viel, es überfordert mich, ich mag das nicht tragen, ich fühle so viel Schmerz in mir innen. Dann darfst du vertrauen, dass es nichts anderes ist als Gnade, als Lösung, als Heilung. Und dass du dort wirst gut durchkommen und dass du Hilfe wirst können bekommen, wenn du das Gefühl hast, du möchtest Hilfe in Anspruch nehmen. Ja? Das ist natürlich ganz dir überlassen. Und dass das alles nichts anderes ist als wirklich ein ganz, ganz, ganz grosser Akt von der Liebe, um dich auch zu öffnen und zu lösen und zu befreien hin zu deiner eigenen Wahrhaftigkeit. Und das ist gut. An dem ist nicht falsch. Und du musst auch nicht Angst haben. Ja, sondern das, was du möglicherweise unter anderem in dieser Zeit oder überhaupt in deinem Leben in Form von Angst erlebt hast, wo du verdrängt hast, wo du unterdrückt hast, auf das wirkt einzig die Liebe als ein Komplementärmittel, als ein Antagonist, um zu lösen. Und wir alle sind in diesen Prozessen drin. Wir können uns nicht von dem ausschließen. Niemand kann sich von dem ausschließen. Das ist das Menschsein. Und das Menschsein ist gut. Es geht darum, dass du in diesem Grosskontext lernst, deine Würde zu erkennen. Deine Würde als Mensch. Und genieß das, wenn du wieder bist, wenn du vollständig geheilt bist. Was heisst vollständig? Weitestgehend. Wenn du deine Schatten, deine Ängste, das, was dir Schmerz verursacht, wenn du dir das erlaubst, in die Heilung zu bringen, wirst du freier können werden. Und du wirst dich selber aus die grosse Liebe können erkennen und auch erfahren. Und wenn es für dich bestimmt ist, dass du das dann auch in einem nächsten Schritt, und das ist ja das, was sich in der Regel fast alle wünschen, auch mit einem Partner, mit einer Partnerin können teilen. Ja? Aber nicht in einer naiven Form, nicht in einer ungelüterten Form, sondern wirklich in einer vollständig transformierte Form, weitestgehend gelöst von den Schmerzen von der Vergangenheit und befreit in deinem neuen Ich-Bin-Bewusstsein. Ja, du bist. Und in diesem Ich-Bin-Bewusstsein bist du stark, bist du schön, bist du kraftvoll. Bist du und frei von den Erwartungen von anderen, geschweige denn, dass du das Gefühl hast, du müsstest auf so etwas eintreten und gleichwohl in dieser so liebevollen und freundlichen Verbindung und im Kontakt eben zu anderen. Nicht in der Verneinung, sondern in der Zugewandtheit. Gut, schauen wir mal hier die erste Karte an. Wow, schau, da kommt die Weisheit. Ja, es ist die Weisheit von der Liebe, die dich möchte erreichen. Verstehst du? Um die Weisheit von der Liebe zu erreichen, geht es gar nicht anders als unerwiderte oder unerfüllte oder verletzte oder missbräuchliche Liebe erfahren zu haben. Es geht leider nicht anders. Und ich sehe, dass dort drinnen ganz viel Schmerz noch enthalten ist bei dir, um den Missbrauch
von deiner Liebe, um das hintergangen werden, um das getauscht werden, um das, dass deine Liebe nicht angenommen worden ist, so wie du sie gegeben hast, auch wenn sie frei und von deinem gütigen, reinen Herzen geflossen ist, dass die Menschen das nicht haben können annehmen, geschweige denn erwidern, geschweige denn sich auf das einlassen, weil sie Angst hatten. Und so ist es so, so wichtig, an dieser Stelle den Fokus auf dich zu nehmen, bei dir zu sein, bei dir zu bleiben, um in die grosse Weisheit zu kommen. Und dass du nicht musst das Gefühl haben, auch wenn du das subjektiv hast, dass dort etwas im Mangel ist. Lieb dich selber. Lieb dich selber. Und öffne dein Herz, damit du kannst Liebe empfangen aus Quellen, die dir viel mehr Liebe geben können als von den Menschen, wo du das erwartest. Ja, sei das von deinen Eltern, sei das von deinem Partner, sei das von irgendjemandem da draussen. Mach dich nicht abhängig, sondern mach dich frei. Und lieb dich selber. Und wo auch immer du stehst im Rahmen von deiner Liebesfähigkeit, erkenne, dass die Heilung von deinem Selbstwert auch ganz wichtig ist, um frei zu werden von der Liebe von anderen. Weil wenn du dich und dein Selbstwert wirklich heilst, dein innere Kind, wie jedes innere Kind von jedem Mensch Trauma erfahren hat und das richtig geheilt wird, richtig positioniert wird in deinem System, wirst du frei sein und frei werden und in ein Glück und in eine Lebensfreude kommen können, wo du für dich allein sein kannst und glücklich sein kannst und das vom Aussen nicht mehr brauchst. Und wo du auch eine Fülle, eine Ganzheit, ein Glück, einen Tiefgang mit dir selber wirst du erfahren können. Und die mit dir wirst du geniessen in der Zufriedenheit und Ganzheit mit dir. Und mit all den Erfahrungen, die du erlebt hast, im Gleichmut, in der Liebe, und auch ihre absolut losgelöste und entspannte Distanz, wo du kannst deine Zustimmung geben, okay, dann ist das halt so gewesen in meinem Leben. Und dass du nicht mehr auf das wirst eintreten, was in deinem Leben das Drama und das Trauma verursacht. Und dass du vor allem auch nicht mehr musst ein Drama abziehen, weil wenn auch immer ein Drama da ist, es zeigt doch nur die grosse Not von der Heimatlosigkeit von deinem inneren Kind. Und dass es an dieser Stelle umso wichtiger ist, dass du dir selber eine gute Mutter bist für dein innere Kind, auch als Mann. Und natürlich auch ein guter Vater. Auch als Frau. Die Anteile haben wir alle in uns. Und wir dürfen nicht unterschätzen, im Rahmen von unserem Wachstum, wie viele Selbstkompetenzen wir uns selber erreichen und erlangen können. Eben durch die Weisheit, die in uns geschult werden dürfen. Das Potenzial um die Schulung von Weisheit ist dann da, wenn der erste Schmerz eintritt. Und von dort an kommt der Weg von der Heilung bis und mit hin zur Weisheit und zum Selbstmitgefühl. Und über das hinaus Distanz
zu dem, was uns einmal in unserem Leben verletzt bzw. geschmerzt hat. Und somit auch eine weise Neutralität und ein tiefes Anbundensein an die eigene Quelle von der ureigenen Schöpferkraft. Und das ist gut so. Das ist richtig so, weil dann weisst, ich bin frei. Ich bin nicht mehr in diesen Ketten oder in diesen Abhängigkeiten oder Co-Abhängigkeiten von diesen teuflischen Energien, die sich auch gezeigt haben und vielleicht für den einen oder anderen noch werden zeigen, jetzt im Oktober oder vielleicht auch noch länger, weil die Transformationsprozesse nicht angegangen worden sind. Oder nur bedingt, oder nur in Teilen, oder nicht ganz in dieser Tiefe, wie es eigentlich hätte können sein. Also öffne dein Herz. Erlaub dir, weise zu werden im Kontext von der Liebe. Und Weisheit von der Liebe, meine Liebe, mein Lieb, hat mit der Korallenenergie zu tun. Du siehst, wie sich die Kreise schließen und wie sich die Energien weit berühren. Es ist unumgänglich. Du kannst dem nicht entgehen, auch wenn du sagst, oh, sind sie mir nicht und ich will nicht und kann nicht und oh, Pragmatismus. Es geht nicht. Es geht nicht. Ja? Es geht nicht. Warum geht es nicht? Weil höhere Kräfte höhere Macht wirken. Es geht einfach nicht. Du kannst dich dem nicht entziehen. Warum nicht? Weil Liebe Wahrheit ist. Und weil wir das alle brauchen. Und wir alle dem gegenüber unterworfen sind. Auf eine gute Art. Weil das Natürlichste ist. Es ist die Evolution von unserer Seele, die sagt, ich will mich erfahren in dieser Liebe. Mit Licht und Schatten. Mit Trauma und Angst. Mit Verzweiflung und Not. Und über das verbunden mit Erlösung, Dankbarkeit, Gnade und Güte. Mitgefühl und unendlicher Liebe. Ja, es ist ein sehr grosser Weg. Und er geht bis in die Unendlichkeit. Der Alchemist. Was ich hier sehe, ist bei dir, dass deine Liebe ein bisschen spröd geworden ist. Sie ist spröd geworden, weil du dir selber nicht erlaubt hast, zu fühlen. Vor allem so tief zu fühlen. Das ist immer noch etwas, was dir Angst macht. Deine Gefühle. Und du vertraust dir und deinen Gefühlen nicht. Nicht in dieser Tiefe, wie es für dich eigentlich könnte sein und bestimmt wäre. Und der Alchemist sagt dir hier, du hast einen freien Willen und du kannst entscheiden, ob du dir das möchtest erlauben, in diese so tiefe Verwandlung zu gehen. Ich spüre, wenn ich das hier für dich deute, dass es eine Energie gibt in dir, die heisst der innere Kritiker, der innere Skeptiker, wo das kommt davon sabotieren. Ja, wo das davon sabotieren, das alles, was ich dir sage. Und wo das nicht zulässt, dass die das ganz kann erreichen. Und das hat wiederum mit einer fehlenden Selbstliebe zu tun. Und das wiederum verursacht die spröden Energien hier bei dir. Und dass du dich austrocknet, ausdürstet fühlst. Und nicht satt in deinem Leben. Und die Ursache und die Hintergründe von dieser fehlenden Saturiertheit haben mit dem zu tun, weil du zu kritisch bist. Du vertraust der Liebe nicht. Und das sagt schon alles über dich. Du vertraust dem nicht und stellst deinen Verstand, die Vernunft, über die Liebe. Ich kann dir sagen,
Mit dem verlängerst du die Prozess, verzögerst du die Prozess, aber wir lösen die auch in dem. Wir akzeptieren das. Wir respektieren die Raum im Rahmen von deiner Selbsterfahrung, dass du die du vielleicht noch das eine oder das andere Mal durch selbst geißeln, selbst kasteien, dir nicht erlaubst, an der Quelle zu kommen und dich auch zu nähren. In der Art und Weise, wie es dir ja eigentlich gut täte. Ja. Und was für dich eigentlich auch gut wäre und wie es für dich auch bestimmt wäre. Wir können dir hier nur eine Hand reichen, aber wenn du nicht bereit bist, das anzunehmen. Es ist deine Entscheidung und du darfst Nein sagen. Die Entscheidung wird respektiert, selbstverständlich. Und du darfst dir auch Zeit lassen, über das zu reflektieren. Die Konzepte von der Liebe noch mehr zu verstehen. Auch dorthin gehen zu verstehen, dass sie unmittelbar sind, dass sie durchdringend sind, dass sie für dich sofort können und wollen aktiviert werden, wenn du dein Ja und dein Einverständnis gibst. Es gibt nichts Direkteres als die Liebe. Und ich sehe, dass deine Sehnsucht, zumindest seelischer Art, was dein Ich sagt, ist etwas anderes, immens gross ist, die einfach fallen zu lassen und die Heilung können zu bekommen. Die Sehnsucht hat im Grunde jeder Mensch, aber du machst es dir besonders schwer. Ja, vielleicht brauchst du auch noch länger Zeit. Ja. Aber als ein Mensch mit einer alten Seele, mit einer uralten, weisen Seele, kann ich dir sagen, umso älter die Seele wird und wenn sie über die Reife gekommen ist, wenn sie über das mittlere Alt gekommen ist, sie wird all das, was sie hier sagen, können aufnehmen, ohne dass sie viel muss sagen. Also, zeig das auf, dass du noch mit deinem Kopf verarbeitest, dein Herz schützt, noch nicht offen ist oder noch nicht in dieser Tiefe offen ist, um die Liebe anzunehmen. Und warum ist das so? Weil deine Angst, verletzt zu werden, deine Angst um Missbrauch, von deiner eigenen Liebe, von deiner Liebesenergie, von deiner Sexualenergie grösser ist, als die vertrauensvoll dem können hinzugeben. Und darum ist es auch klar, dass die Befreiungsarbeit, die Lösungsarbeit für dich auch nur Schritt für Schritt gehen kann. Und vielleicht im einen oder anderen Fall eher langsamer als schneller ist. Erlaubt es, freundlich zu sein mit dir. Erlaubt es, dass es liebevolle Energien gibt, wo die werden befreien, wo sanft zu dir werden kommen. Weil ich sehe in diesem Kontrast hier, die Christusliebe ist so stark. Ja, das ist eine mega starke Energie, aber sie ist auch sehr zart. Und in dieser Zartheit ist so eine unendliche Kraft spürbar, dass du das fast nicht kannst haben.
es würde wie bedeuten, als würde es hier die Rose, wie wenn man die Liebe drauf geht, wie als würde die kurz mal verkümmern. Aber verstehst du, es ist nichts anderes als etwas, das ohnehin schon in dir verkümmert ist. Du haltest es noch irgendwie künstlich aufrecht. Aber das ist nicht nötig. Weil die Christusliebe ist revolutionär. Es ist eine revolutionäre Liebe. Ja? Es ist die Liebe vom Erwachten, vom Erleuchteten. Und weißt, ich weiss ja, dass es so gut auch von mir, weil die Christusflasche ist ja, ist ja meine Herzengelsflasche. Es hat viel mit meiner Mission zu tun. Wenn immer ich so starke Liebesenergien spüre. Und ich gehöre ja wirklich zu den Privilegierten, das darf ich da, glaube ich, schon sagen. Und wenn immer sich die Energie auf irgendeinen Menschen richtet, unabhängig vom Geschlecht, insbesondere bei Männern, die können mit dem nicht umgehen. Ja, das macht bei denen BOOM! Das ganze System geht auf Rot. Alarm, Alarm, Angst, 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 Panik. Die männliche Psyche ist hier überfordert. Aber das ist auch okay. Ja, auch die weibliche Psyche kann überfordert sein, wenn sie sehr in der denkenden maskulinen Energie drin ist. Und die Überforderung oder auch Überreizung zu spüren, dass hier 1000 Millionen Gefühle aktiviert werden, ist eine Vorstufe von einer sehr tiefen Heilung. Es ist sicherlich nie meine Absicht, irgendjemandem hier Angst einzujagen mit meiner Liebe. Meine Güte. Und das geht es nicht, weil Liebe ist Liebe. An dem gibt es nicht wie zu rütteln oder zu zweifeln. Genieß das, wenn du einmal über diesen Schatten, über das innere Wirrwarr und Chaos, das im Moment noch in deinem Leben herrscht, die verkümmerten Zweige von dir selber, dir erlaubt hast, abzuschneiden und wirklich auch innere Läuterung erfahren hast, freu dich auf ganz starke Liebesenergie. Die dich werden berühren, die dich möchten berühren, die jeder Mensch möchte berühren. Und die dich in die grosse Gnade dir selber gegenüber und deinem Leben gegenüber möchten führen. Und spür die Umarmung. Ja, die göttliche Umarmung, die da ist für dich. Die Güte. Einfach die bedingungslose Liebe. Und die grosse, grosse Fürsorge von der Liebe, vom Bewusstsein um Liebe, vom Bewusstsein um Liebe als ein Aspekt von der Fürsorge, die für dich da ist. Und die du darfst annehmen, wenn du weiter bist, wenn du ein bisschen mutiger bist und somit auch gelernt hast, dass Liebe nichts Falsches ist. Dass die Liebe das nur gut meint mit dir. Aber dass die Liebe dich natürlich auch löst, erlöst und deine Schmerzen heilt, deine Wunden öffnet und so nochmal Schmerzen können vorkommen im Rahmen von deiner Heilung. Und verwechsle das nicht. Mach doch kein Durcheinander. Ja, ein guter spiritueller Lehrer, ein guter spiritueller Heiler wird dir hier das aufklären können, sodass du
die voor deine Erfahrungen im Rahmen von deiner eigenen Liebesfähigkeit nicht verschliessest, sondern aus dieser Selbsterfahrung in diesem grossen Kontext Liebe deine Weisheit wirst können schöpfen. Gang deinen Weg mutigem Herzens in Liebe dir und deinem Leben gegenüber voran. In diesem Sinn, mach's gut und bis gleich. Tschüss.